So, wir sind wieder dabei bei Leather Suit Larry. Neuester Teil. Ich habe keine Ahnung, wo ich war. Nochmal zu, habe ich eben schon gesagt, im Stream. Bei Timber haben wir jetzt, glaube ich, 33. Okay. Ich habe jede Menge Zeug im Inventar. Ich muss irgendwie hier noch Löcher reinkriegen und ich weiß nicht wie. Das weiß ich noch. Und ich glaube, das war dann das im Moment letzte, was ich zu tun hatte. Ich muss sie hier noch. Sie. Genau. Ich muss sie hier noch rumkriegen. Dazu muss ich Daten von dem Server hier holen. Die Daten kriege ich aber erst, wenn ich den Handabdruck von dem Komparsen oder von dem, nicht Komparsen, von dem Praktikanten kriege, der aber im Bällebad liegt. Und im Bällebad kriege ich den nur raus, wenn ich eine Bowlingkugel habe, die ich aus dem Stockwerk da drüber runterfällen lasse. Die Bowlingkugel kriege ich hier in dem Club oder in dem hier, in der Muckimute. Hallo, Herr Aber. Fuengel. Viel Spaß beim Training. Dankeschön, Herr Fengel. Aber hier, die kriege ich erst ausgetauscht. Die Melone sieht zwar sehr ähnlich aus, aber ohne die Löcher würde er es merken. Genau. Hey! So, und ich krieg halt Das lässt sich nicht kom. die Löcher hier nicht ran. Und ich weiß nicht, wie ich die Löcher hier reinkriege. Ich weiß nicht, wie ich die Löcher hier reinkriege. Kannst du mir dabei helfen, Worauf wartest du Lance? noch? Ich arbeite noch. Okay. Achso, der muss hin. Der will ja einen Priester haben oder was. Hey! Bleib stark. Immer! Bleiben Sie fit im Schritt und sonst auch. Schritt, mache ich. So. Was kann denn noch Löcher stanzen? Bestimmt doch hier irgendwas, oder? Diese Monstrosität. Richtig, ich kann hiermit eventuell dann. Das hilft mir nicht. Was gibt's? Ich sehe das. Ich bin da halt gerade völlig überfragt, wie ich das hinkriege. War ich letztes Mal leider schon. Also falls ich für YouTube dann einen komischen Cut mache, bis ich es dann rausgekriegt habe, nicht wundern. Nee, halt, das wollte ich nicht. Da wollte ich halt runter. Gut, denn es muss da, irgendwo muss was sein, wo ich ein Loch mit in die Melone kriege. Office. Ist der Bleistift dann eventuell nicht spitz genug? Aber angespitzt habe ich ihn ja eigentlich Ein schon. ganz normaler Bleistift. Ein ganz normaler Bleistift. Das ist gut so, wie es ist. So, den hier, verdächtiger Ball, den muss ich irgendwie haben. Der getrocknete Speichel am Ball könnte eventuell den. Aber ich bekomme ihn nicht raus. Der hat sich festgebissen. Irgendwas Schweres müsste dagegen rammen. So, das bedeutet, ich muss hier was runterkollern lassen. Nein, 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 nein. nein. Als Kind hatte ich immer Angst. Angespülter Ehering, flutschiger Ehering. Also die Ehringe habe ich schon mal für diese Zeremonie. Streichhölzer. Ich müsste eigentlich noch. Was brauche ich denn da noch? Kerzen und den Priester. Oder so. Also falls jemand im Chat ist und weiter weiß, ich bitte drum. Ich weiß nämlich gerade nicht weiter. Hier muss ich das runterwerfen. Da rutsche ich auf. Feigling, Feigling. Hat sie recht.
So, hier ist sonst nichts. Ich glaube nicht, dass mir der Hund da weiterhelfen kann. Das ist keine gute Idee. Nein, haben wir auch gedacht. So, hier. Zapfhahn, Bild. Papier. Im Knast, glaube ich, war auch nichts Großartiges. Eine Zellentür. Das wäre ja. Kannst du mir noch weiterhelfen? Nein, kannst du nicht. Stempelkissen habe ich schon einmal genutzt mit dem Ding hier. Das lässt sich nicht. Den kann ich auch nicht kombinieren. Handwerk. Die beiden Sachen. Ich kann alles mit einem irgendwie kombinieren, aber das hilft auch nicht. Mir. Hilft ja nichts. Bist du die Priesterin von der Hochzeitskapelle am Pier 69? Wer sonst, mein Lieber, wer sonst? Ich bin Trauzeuge und soll jemanden finden, der eine Ehezeremonie vollführen kann. Das klingt nach einem Job für Tuck R. Dale, Queen der Herzen, Rächerin der Erbenden und Drag-Ikone. Ich brauche etwas Zeit, um alles vorzubereiten und mich von meinem Daddy zu verabschieden. Bitte geh einfach! Ihn nehmen Abschiede immer sehr mit, wie du siehst. Wirklich? Geh einfach! Tu mir einen Gefallen. Bereite schon mal meinen Altar am Pier vor. Hier sind die Schlüssel. Okay. Sehr gut. Du musst nur das Buch der Liebe und die Kerzen hinstellen. Und Schätzchen, bitte die Kerzen auch anzünden. Sie symbolisieren das Feuer der Liebe. Ach, der alte Hochzeitsbogen könnte noch etwas aufgepeppt werden. Vielleicht mit Blumen. Willst du gar nicht wissen, wer heiratet? Schätzchen, ich bin von Kopf bis Fuß Entertainer. Ich improvisiere. Immer. Sobald das Hochzeitspaar bereit ist, treffen wir uns dort. Okay. Also, zum Pier. Schlüssel. Alles klar. Da komme ich ja schon mal weiter. Das ist ja schon mal was. Also, ab zum Pier. Pier. Da irgendwo da hinten. Ja, hier. Schlüssel. Mal schauen, was. Okay, so wie. Guter Liebe, Kerzen. Eine was komische da? Fernbedienung, die aussieht wie ein Bär. Ja, das ist dann doch bestimmt für den Bär da drin. Die ist bestimmt für den gruseligen Animatronic-Bären, der die Hochzeitsmusik spielt. Typisch Tuck. Allerdings waren hier keine Blumen für den Hochzeitsbogen. Das habe ich ja. Also, Buch. Buch. Check. Das. Kerzen, Kerzen. Jetzt nur noch. Feuer, Feuer. Check, die Kerzen. Blumen, Blumen. Tuck hatte recht. So sieht er viel. Und du? Was noch? Chapus ist kalt. Geh nochmal. Soll ich jetzt auch noch die Fernbedienung drücken? Erst während der Hochzeit. Erst während der Hochzeit, okay. Jetzt muss ich den beiden noch Bescheid sagen, aber eigentlich ist jetzt alles erledigt. Kerzen an, drum steht. Kann eigentlich losgehen. Und dahin. Bis okay. Später. Muss ich Ihnen Bescheid sagen hier, oder? Hallo, Herr Frank. Hallo. Ich bin Herr Sprengel. Worauf wartest du? Alles erledigt. Hast du auch schon den Ring für Dick besorgt? Und die Champagnerflasche bei der Hochzeitskapelle kühlgestellt? Für die Hochzeit ist alles vorbereitet. Danke. Dann fehlt jetzt nur noch der zweite Bräutigam. Kannst du Dick vielleicht irgendwie dazu bringen, mit dir zum Pier zu kommen? Ich warte dort auf euch. Ich lass mir was einfallen. Okay. Sag. Okay. Mach ich. Lass mir irgendwas einfallen. Hm.
Komm, wir gehen mal ans Pier. Warum sollte ich das tun? Essen wir Corndogs, schauen wir uns an. Schauen wir uns an, wie die Möwe auf Leute kommen. Essen wir Corndogs. Ach, warum nicht? Dann komme ich wenigstens auf. Ist ja Corndogs. Ziehen immer. Was ist hier los? Es ist Zeit für eine Hochzeit, meine Süßen. Hochzeit? Lance? Larry, war das deine Idee? Das war alles Lance' Idee. Ich habe nur ein bisschen geschmückt. Larry hat mir sehr geholfen, aber es war meine Entscheidung, das zu tun. Ich möchte mit dir zusammen sein, Dick. Ich weiß das jetzt. Das möchte ich auch, Lance. Es ist mir egal, was andere Leute denken. Psst, die Musik, Larry. Ja, genau. Musik. Liebe Liebenden, wir haben uns hier versammelt, weil es nichts Schöneres gibt als dieses Outfit. Sehe ich nicht umwerfend aus? Und natürlich, wenn sich zwei einsame Herzen gefunden haben, um zu einem großen Herzen zu werden. Daher frage ich dich, wie ist dein Name, Hübscher? Lance Straightman. Ja, ja, schon gut. Und auch dich, Kleiner, dein Name? Richard Ryder. Natürlich. Also, wollt ihr zwei Zuckermäulchen den regenbogenbunten Bund der Ehe eingehen? Ja, ich will. Ja, ich will. Mehr als alles andere. Ach, herrje. Auf Hochzeiten muss ich immer flennen wie ein Promi, dessen Cloud gehackt wurde. Ruhe! Hat außer ihr sonst noch wer geredet? Kraft des mir verliehenen Amtes erkläre ich euch hiermit zu Mann und Bay. Hast du die Ringe, Larry? Der? Nein, das ist der Ring für... Ja, dann eins. Danke, Larry. Und, der. Danke, Larry. Der Ring ist etwas feminin. Ach, der wird dir schon stehen. Und wie meine Göttin schon sagte, wie zur Hölle sollst du jemand anderes lieben, wenn du dich nicht selber liebst? Kriege ich ein Amen, Schwestern? Amen? Möge die Trauung beginnen. Na ja, gut. Larry, wir sind dir so dankbar. Bitte, ja. Kein Ding. Ohne dich hätten wir... Keine Ursache. Larry Leffer bringt Leute zusammen. Wir haben dir natürlich bei Timber die höchstmögliche Punktzahl gegeben, mein kleiner Amor. Oh, danke. Das hatte ich schon total vergessen. Was habt ihr jetzt vor? Eine kleine Hochzeitsreise. Vielleicht nach Cancun? Klingt passend. Und was wird jetzt aus dir? Zwei der drei heißesten Typen aus New Lost Wages sind nun vergeben. Larry hat schon ein Ziel im Visier, nicht wahr? Oh ja, Faith, hier komme ich. Ich kann's kaum erwarten, meine neue Timber-Punktzahl zu hören. Dein Punktestand bei Timber ist 38. Naja, immerhin wieder etwas mehr. 38, oh je. Was ist der Status unseres neuen Modells? Sind endlich alle Fehler ausgebügelt? Fast. Es müssen noch ein paar Haltbarkeitstests durchgeführt werden. Außerdem wird die neue P-Software noch kalibriert. Solange dieser Prototyp nicht wieder in irgendeiner Pisslache auftaucht, ist alles auf Spur. Ich verstehe dein Problem nicht. Du bist ganz oben. Du kannst jede und jeden haben. Die Leute vergöttern dich. Und dann beschließt du dich ausgerechnet in dem Laden, den wir noch nicht platt gemacht haben, maßlos zu besaufen und verlierst den Prototypen? Der muss mir irgendwas in dieses seltsame Bier gemischt haben. Du bringst alles in Gefahr, wofür wir jahrelang gearbeitet haben. Vergiss nicht unseren Deal. Natürlich nicht. Niemals. Das wird immer geheimnisvoller. Du hast neue Vorschläge bei Timber. Sehr gut. Timber, neue Vorschläge. Habe ich noch neue Matches? Ne, neue Matches habe ich nicht. Lance. Na komm, ich nehme alles. Nehme ich.
Raus damit. Wie viele sind denn das? Ich kriege starken Nacken. Waltraud auch. Ich glaube, ich habe alle durch. Ah, passt schon, ne? So, aber neue Matches habe ich noch nicht. So, und jetzt kann ich noch mit dir euch quatschen. Ja. Larry, keine Uhr. Larry, keine Uhr. Gut. Kann ich jetzt hier am Altar noch irgendwas machen? Kann der Bär mir eventuell die Löcher einmachen? Glaube ich jetzt nicht. Aber besser nicht. Damit bin ich vor. Damit bin ich vor. Damit bin ich. Okay. Der ist schön. Darin waren. Damit bin ich. Ich will mich doch. Nein, die. Kann ich also nichts mitmachen. Hallo. Bis später. Hallo, bis später. Tja, Das hilft mir nicht. Kann ich immer noch nicht. Toll, jetzt bin ich immer noch nicht weiter als vorher. Das ist gut so. Meine Hände müssen zumindest noch nicht. Hände geschmiert, okay. Ja. Und schon ist wieder der Punkt gekommen, wo ich nicht weiter weiß. Kann ich jetzt im Knast irgendwas anderes machen, weil sie nicht mehr da ist? Nee, wir sind jetzt noch beim Alten. Quasi. Da oben konnte ich auch nichts machen. Fossil. Den fasse ich so wie der aus. Die könnte ich noch gebrauchen. Das ist gut so. Ich habe gerade gedacht, weil er den Finger nach vorne streckt, dass ich ihn vielleicht da Melone. Aber nicht, nee. Hier kann ich mein Bräu. Will ich dir mein Bräu zapfen? Eigentlich will ich das doch gar nicht zapfen. Okay. Sacksuppe. Ein äußerst fragwürdiger Proteinshake à la Larry. Tja, wieder ist einmal der Punkt gekommen, wo die schiere Verzweiflung mich nicht weiterkommen lässt. Dick hatte schon recht. Sogar der Dreck am... Ja, am Dreck noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nein! 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 Also wenn einer wirklich, wenn mir einer helfen kann, ich bin ganz Ohr. Ich weiß gerade echt nicht Hallo. Weiter. Hallo, was gibt's? Macht oder immer wenn ich hier arbeite, einiges...
Mir fällt auch gerade echt nichts ein, was ich noch machen kann. Das Einzige, was mir noch einfällt, ist, dass ich hier Löcher reinkriegen muss. Mit dem Bleistift geht's nicht, mit dem Ding geht's auch nicht. Alles andere kann keine Löcher machen. Hallo, Herr Fuhr. Er hat da auch nichts zurückgelassen, was mir jetzt helfen könnte. Mit dem Ding geht's auch nicht. Das hilft mir nicht. Das Teil hab. Die beiden Sachen funktionieren. Das geht nicht. Bleiben viel fit im Fred und sonst auch. Mach ich. Ja. Bin jetzt im Kopf gerade alles durchgegangen, aber trotzdem, keine Ahnung, komm nicht drauf. Ich gucke jetzt nochmal zu diesem Bällebad hin. So, Bällebad, verdächtiger Ball, Assistent. Oh, wenn das ein Powernap. Da ist noch mehr von ihm. Fick dich. Den braucht er nicht mehr. Ich frage mich sowieso, warum er den bei sich hatte. Kommt's hier, ja, toll, klar. Hm. Siehe da, wir haben eine Melone mit 3 Löchern. Toll. Gottes Willen. Warum? Ich habe doch, wie oft habe ich dieses Bällebad angeklickt? Aber nein, ich hätte den Assistenten anklicken müssen. Install bitte. Jetzt kommen wir ja wenigstens weiter. So. Dann bitte mit dem Unter da oben hin. Dann bitte ins Gym. Hallo, Herr Fuhrengel. Hallo. Und bitte austauschen. Schwupps. Hey. So, jetzt habe ich eine Bowlingkugel, die aussieht wie eine Melone. Und dann kann ich diese wunderschöne Melone jetzt fallen lassen. Oh, hat das gedauert. Das hilft mir. Nee, halt das von VIP-Wort. Die Karte will ich. Und ins Tech-Labor, bitte. So, und bitte die Bowlingkugel in das Loch. Wie praktisch, dass der direkt da reingefallen ist. Und so schnell. Quatsch. In den Office, bitte. Der Arme, der guckt so komisch. Und jetzt bitte den USB-Stick und da Sachen runterladen.
Die Daten haben sich offenbar automatisch. Hoffentlich kann Arno mit den Daten etwas anfangen. Bestimmt. Ich bin lieber vor. Habe ich den Stick jetzt? Ja, habe ich. So, dann wieder zur Polizeistation. Also erstmal in den Store. Dann zum Polizeirevier, was da ist. Das war verkehrt. Ich muss ja hier hin. Dann hier hin. Dann hier hin. Dann da reinklettern. Hier. Hast du die Daten aus dem Hauptquartier? Hier, bitte. Sehr gut. Was ist nur mit unserem Date? Später. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen und melde mich dann bei dir. Natürlich. Dings, Pi, wo ist sie bei Timber? Anu Singh wird nicht mehr als Kontakt angezeigt. Verdammt!